So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Risen. Und ich sag euch, der Dash, der ist in Vorfreude. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Rage. Das Spiel kommt in ein paar Tagen raus. Deswegen spiele ich jetzt erstmal nochmal wieder ein bisschen Risen. Weiter geht's hier mit dem Let's Play. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wo wir den Questlog haben, oder? Ich kann nicht hier mal gucken. Händler, Lehrer, ja, nee, das will ich ja gar nicht. Moment mal, erledigt. Auf jeden Fall, müsste ich doch... Ah, hier, die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Was muss ich denn machen? Mal schauen, wenn du über die Artefaktkisten stolperst, bist du richtig gut. Wir müssen erstmal Artefakte sammeln. Das hatte ich, glaube ich, schon letztes Mal. Hier ist unser Inventar. Und ich muss mich noch ein bisschen... Moment. An Risen gewöhnen. So, dann weiter geht's. Ich rede mal hier irgendwie mit Hawkins. Mit dem hatte ich doch schon ein nettes Gespräch. Und was ist mit Craig? Das ist der mit der Arena. Gut. Broga, den finden wir hier ja auch nochmal. Was ist? Schon die Hosen voll? Abwarten. Abwarten. So, nach seiner Feuertaufe weiß ich ja, wie es hier abgeht. So, Sam. Ich kann dir helfen, damit deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du hältst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Gut, die Jäger sollen wieder jagen. Wo finde ich diese Rachel? Sie kocht die meiste Zeit des Tages oben vor dem Tempeleingang. Gut, die Wache oben am Tempeleingang lässt mich nicht vorbei. Das stimmt. Tatsächlich. Hast dir die Sache hier wohl leichter vorgestellt, was? Der Don will nur die besten Leute in seinem Tempel sehen. Oder solche, die ihm wertvolle Geschenke bringen. Geschenke? Frag mal unseren Schmied Oscar danach. Er hat schon vielen hier geholfen, den Don zu beeindrucken. Oscar ist ein guter Goldschmied. Und der Don steht auf ausgefallene Dinge, die aus Gold gemacht sind. Tut mir leid, mit der rechten Maustaste skippt man den Text. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber leider übersprungen. Tut mir leid. So, Ende. Denn wir gehen jetzt erstmal hoch zu Oscar, dem Schmied. Steck die Waffe. Warum nicht gleich so? Ja, ich habe die Waffe doch weggesteckt. Tut mir doch leid. So, Oscar, kannst du mir irgendwie helfen? Hast du Schwertrohlinge? Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Eisenerz, ja. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich denn? 8 Eisenerzbrocken mindestens für ein Einhandschwert. Bastardschwerter brauchen 10 und Zweihänder 12 Eisenerzbrocken. Gut, dann erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Vergiss es. In den Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten. Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Was könnte den Don interessieren? Ich meine, hast du irgendwelche Sachen, die du mir geben könntest? Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes. Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Wer weiß. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir, klar? Natürlich. Yo, da haben wir noch eine neue Quest. Ich glaube, so langsam wird mir das hier ein bisschen zu viel.
Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Überall, wo diese alten Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker, die sie erbaut haben. Sicherlich hat der eine oder andere hier im Lager schon eins dieser Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Louis behauptet, mehr darüber zu wissen, aber ich glaube, er schneidet nur auf. Gut, dann beenden wir erstmal das schöne Gespräch. Und dann würde ich noch mal gerne mit Rachel reden. Ja, hallo? Ich spreche nicht mit dir. Oh, die hasst mich jetzt, weil ich hier einmal ihr Bier weggetrunken habe. Das glaube ich doch gar nicht. So, der hier will, der Beppo, der will, dass wir Artefaktkisten besorgen. Und warum lässt du mich nicht durch? Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, gut, dann nicht. Dann gehen wir nochmal zurück, denn ich denke, ich habe was sehr Wichtiges übersehen. Ich meine, jetzt komme ich hier so ziemlich gar nicht weiter. Moment. Hallo, spring da hoch. So, geht doch. Wir wollen nochmal hier rechts den Weg lang, wo ganz viele Leute rumhausen. Nicht rumhausen, sondern wo hier ganz viele Leute sind. Moment, erstmal mache ich einen auf den hier. Mal schön ein bisschen Wasser zu mir nehmen. Meine Gesundheit ist ja auch nicht... Moment, kann ich damit die ganze Zeit meine Gesundheit auffüllen? Das geht nicht wirklich, oder? Oh, ich bin so blöd, dann mache ich das mal. Während er uns da im Hintergrund unsere Hirnkapillaren voll sägt. Ich meine, ich höre das gerade bei mir so laut, weil ich den Ingame-Sound irgendwie bei mir wirklich laut stellen muss, damit der im Video halbwegs akzeptabel ist. So. Dann geht's jetzt weiter, jetzt wo wir volle Gesundheit haben und ab dafür. So, ich möchte nämlich mal da oben diesen einen, ich weiß nicht, ob das Louis war, den möchte ich aber mal besuchen. Der sitzt doch da oben und möchte irgendwie nicht arbeiten. Das war doch Louis, kann das sein? Hallo? Du bist? Danny, ach nee, Danny. Ich werde mal mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Deine ekligen Insekten sind weg, du kannst wieder zur Arbeit. Deine ekligen Insekten sind weg, du kannst wieder zur Arbeit. Sind sie auch wirklich nicht mehr da? Nein. Nein, wirklich nicht. Na gut, ich glaube dir. Danke. Dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen, was? Ja, gut. Danny, lass Danny wieder buddeln, so, da haben wir gleich mal EP bekommen. Ich werde mal mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ja, bitte, tu das. Ich warte so lange. Du bist ein Arbeiter. Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Werde ich auch nicht mehr. Was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? Hab davon gehört. Ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben. Ach. Ja, ich wollte es gerade bergen, da kamen diese riesigen Insekten. Verstehe. Okay, und wo ist die Ausgrabungsstelle? Erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Was denn? Über das Graben? Das kann jeder, auch du. Juhu. Du schnappst dir eine Schaufel und suchst dir eine sandige Stelle an einer der Ausgrabungsstellen, die vielversprechend aussieht. Dann steckst du die Schaufel in die Erde und gräbst. Wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar was. Probier's doch mal aus. Woher kriege ich eine Schaufel? Gibst du mir jetzt eine oder... Wie jetzt? Danny? Ja, tschüss, dann gehst du halt, ne? Kann man ja auch mal machen. Huhn, das hat... Was ist das denn? Roher Bollen, leider roh. Ja gut, dann benutze ich mal das Feuer und brate mir eine schöne, knusprige Hähnchenkeule. Sieht richtig lecker aus. Und wundert euch nicht, wenn ich mich ein bisschen abgefuckt anhöre die ganze Zeit. Ich meine, ich habe die letzten paar Tage durchgemacht, ja, Wochenende. Und wir schließen mal die Kiste wieder. Und wir gehen weiter. So, da hier oben war ich ja noch gar nicht. Wo komme ich hier denn hin? Oder ist das irgendwie nur ein Weg oder wie? Nö. Jo, jetzt bin ich hier oben. Spring ich mal runter, krieg natürlich Fallschaden. So war das eigentlich nicht geplant. Auf jeden Fall gehen wir nochmal zurück. Ich muss mein Inventar mal öffnen, weil... Kann ich irgendwie Heiltränke mal auf die Tasten legen? Das wäre sehr nett. So, hier einen großen Heiltrank. Und fertig ist das Ganze. Ricardo, mit dir musste ich doch nochmal reden. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut, hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das. Kurz und schmerzlos. Was? Schon gut.
Kannst du mich im Kampf unterrichten? Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Armbrust. Talent für das Benutzen von Armbrüsten. Nachladen und Spannen ist 30% schneller. Ich weiß nicht, nee. Ich glaube, das lohnt sich erstmal gar nicht für uns. Und ich bin jetzt auch gar nicht so an der Armbrust interessiert. Wir nehmen mal den Flügelstaub mit. Und dann gehe ich erstmal wieder zurück. Denn ich habe hier doch definitiv irgendwas falsch gemacht. Ich muss doch mal so eine Ausgrabungsstelle finden. Okay, wieso, was haben die roten Wege zu bedeuten? Da gucke ich jetzt gleich mal. Erstmal tunken wir unseren Kopf nochmal ins Wasserfass. Naja, nicht ganz, aber so halbwegs. So, dann reden wir nochmal mit Doug, aber ich glaube, dem haben wir damals geholfen und der will gar nichts mehr von uns wissen. Mit dem kann ich höchstens handeln. So, und dann gucke ich mal weiter auf die Map, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, was ich hier großartig machen soll. Ich erkunde jetzt einfach mal mit euch, Leute. Ja, das hört sich doch gut an. Hier haben wir ein Heilkraut, mitkommen. So, ich sammle alles ein. Hier ist ein Pilz, den nehme ich auch mal mit. Und was ist das? Das sind Beeren. Oh, oh. Ich höre... Oh, Gegner. Verdammt mich. Ja, komm, greif an. Ja, genau, gerade wenn ich mein Schild wegnehme, greift's an. Okay. Zack. Und zack. Los, boah. Ich habe das Gefühl, das schaffe ich nicht. Und naja, gehe ich mal lieber weiter. Ich bin sowieso irgendwie im Kämpfen hier der totale Noob. Ey, Stachelratte, verzieh dich. Was? Jetzt kommt auch noch ein Wolf. Gut, ich lauf um mein Leben. Ich lauf. Hoffentlich wird mir irgendjemand helfen. Hier oben will ich mal hin. Hier ist doch eine Ausgrabungsstelle, nicht? Hilfst du mir da oben bitte mal? Hallo? Oh, danke. Der Ordenskrieger... Ja, hallo, schaffst du das? Also, ja, du brauchst meine Hilfe nicht, habe ich das Gefühl. Du schaffst das schon alleine, juhu. Ich lasse einfach mal andere für mich kämpfen. So nett, wie ich bin. Was? Und jetzt greift er... Das ist jetzt ein schlechter Willkommen Scherz, oder? Bei der Inquisition. Ja, total nett, die Leute hier. Wo bin ich denn jetzt? Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich...